Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Minibeck Nano Aquaristik, meinem kleinen Aquaristikgeschäft hier in Cuxhaven an der Nordsee. Das wird eines der letzten Videos sein, in dem ich diesen Slogan gesagt habe, ist diese Begrüßung. Es wird sich denn einiges verändern. Und ich glaube, ich nehme das jetzt nur einmal auf, also verzeiht mir die Versprecher und Pausen, denn es ist das schwerste Video, das ich bisher aufgenommen habe. Denn ab 2024, also innerhalb eines Monats jetzt, wird es Minibeck Nano Aquaristik so in dieser Form, wie es jetzt existiert, nicht mehr geben. Ich werde das Ladengeschäft hier vor Ort schließen müssen, aber für Online-Kunden wird sich nichts verändern. Also das schon mal vorweg, da seid beruhigt. Der Online-Shop wird ganz normal weitergeführt, wie sonst auch. Und ich werde natürlich auch den YouTube-Kanal weiterführen. Für Online-Kunden wird es eigentlich sogar noch ein bisschen besser, denn die ganzen Artikel, das ganze Sortiment wird sich erweitern. Also alles, was ich hier vor Ort bisher nur vor Ort verkauft habe, das wird natürlich in den Online-Shop wandern. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb es hier keinen großen Ausverkauf oder Abverkauf geben wird. Da habe ich lange drüber nachgedacht, aber ich möchte die Artikel, die hier sind, dann in den Online-Shop setzen und dann online weiterverkaufen. Und deswegen wird es hier keinen Schlussverkauf geben, weil es gibt ja eigentlich auch keinen Schluss für Minibeck. Minibeck existiert dann halt online als Versandhandel weiter. Und wie ihr euch auch vorstellen könnt, ist diese Entscheidung nicht von heute auf morgen gefallen. Ich habe da schon ganz, ganz lange mit mir gekämpft und ja auch wirklich gekämpft und versucht, es weiter hinzukriegen und weiterzuführen. Aber ich bin jetzt an dem Punkt, wo es wirklich sein muss, dass ich hier einen Schlussstrich ziehen muss und ja, ich bin jetzt gerade ziemlich, ein bisschen durcheinander gerade. Es ist total schwer für mich jetzt im Moment. Ich habe mich gerade um ganz viel Papierkram zu kümmern und natürlich den Umzug gut zu planen. Die Aquarien werden alle dann zu mir nach Hause kommen. Und das muss natürlich auch vorbereitet werden, dann bei mir zu Hause. Und Entschuldigung, ich sage ganz viel also ihr müsst mir das im Moment hier echt verzeihen. Das muss ich dann gut planen, den Umzug gut planen und brauche natürlich da auch Helfer, die müssen Zeit haben und ja, da hängt alles ziemlich von ab. Also es ist alles logistisch erstmal so eine Herausforderung und natürlich auch Papierkram mit der Ummeldung und so. Die Ummeldung selber gar nicht mal, aber hier aus diesen Verträgen, Lizenzverträge für die Kasse, fürs Kartenlesegerät und Versicherung und so ein Kram rauszukommen. Aber ich muss sagen, alle Anbieter sind mir da sehr entgegengekommen mit sehr viel Verständnis und das war größtenteils sehr unkompliziert, bis auf einen, werde ich jetzt auch nicht sagen, welche Firma das ist, da bin ich nur noch in Verhandlungen. Also um solche Dinge kümmere ich mich jetzt gerade zur Zeit. An dieser Stelle möchte ich mich auch einmal bei meinem Vermieter bedanken. Ich weiß gar nicht, ob ich da einen Namen nennen kann, deswegen mache ich das jetzt nicht. Aber vielen Dank für dein Verständnis und dein Entgegenkommen und dass das alles so unkompliziert funktioniert. Danke dafür. Ja, im Januar wäre Minibeck dann genau 2 Jahre alt geworden. Also es kommt auf ein paar Tage ja wahrscheinlich nicht an. Also Minibeck ist dann 2 Jahre alt geworden als Laden. Und der Online-Shop besteht ja seit Mai, glaube ich, Mai diesen Jahres. Ich habe jetzt gar nicht nachgesehen, ungefähr so. Aber ich habe natürlich gesehen, dass die Kurve beim Online-Shop sehr viel schneller nach oben ging, als das hier im Ladenlokal war. Und jetzt ist es seit einigen Monaten schon auf so einem Punkt, da nehmen die Umsätze, also da sind die Umsätze gleich auf, online und Ladenlokal. Während der Laden natürlich sehr, sehr viel mehr an Fixkosten hat als der Online-Shop. Das ist einfach so. Also werde ich die ganzen Gegenstände, die hier sind, die ganze Ware einlagern und die Aquarien, die kommen dann zu mir nach Hause. Und dann werde ich von dort aus die YouTube-Videos weitermachen. Ich kann euch nicht versprechen, ob das in der Umzugsphase, die im Januar stattfinden wird, dann auch regelmäßig YouTube-Videos kommen werden. Aber es werden YouTube-Videos kommen. Und wenn sich das alles so ein bisschen normalisiert und geglättet hat, dann kommen die auch wieder ganz regelmäßig. Also es wird nur eine kleine Phase sein, wo es vielleicht so ein bisschen mehr durcheinander ist. Online-Versand wird durchgängig stattfinden. Natürlich kurz vor Weihnachten und zwischen den Jahren kein Garnelenversand. Das ist ja ganz klar, das wäre so oder so nicht möglich. Da wäre das Risiko, dass das Paket zu lange unterwegs ist oder liegen bleibt, halt viel zu groß. Das mache ich dann nicht.
Aber Gegenstände sowieso verschicke ich dann in der Zeit auch. Und dann ist der Online-Shop ganz normal durchgängig auch in der Umzugsphase geöffnet. Ja, ich habe natürlich gewusst, dass das passieren kann. Und trotzdem trifft es hart. Das muss ich ganz einfach sagen. Auch wenn man weiß, man könnte scheitern, wenn es dann soweit ist, ist es hart. Und es ist irgendwie auch schambehaftet, es nicht geschafft zu haben. Und ich finde es auch so traurig, denn ich bekomme positive Resonanz, auch von den Leuten, die hier reinkommen. Die Kunden, die ich habe, die Stammkunden. Aber es sind erstens nicht genug, die hier vor Ort kaufen. Und ich höre auch ganz häufig, oh, das ist toll, das hole ich mir nächsten Monat oder mittlerweile seit ungefähr 6 Wochen auch, oh, das hole ich mir nächstes Jahr. Ich kann es total verstehen. Mir geht es ja selber auch so. Meine eigene Kaufkraft ist ja zurzeit auch nicht so hoch. Ja, aber es ist halt, ja, ich habe ja auch nicht gewusst, was alles so auf mich zukommt, als ich 2021 den Laden geplant hatte und ja, in dieser Existenzgründungsphase war. Da war ja von dem Krieg und so und von diesen Krisen noch gar nicht die Rede. Da war Corona. Und dann auch am Abflachen. Und ja, darauf habe ich mich natürlich vorbereitet. Ich habe einen Hygieneplan hier gehabt. Ich habe den Desinfektionsmittelspender, die Plexiglasscheibe. All solche Dinge, da habe ich vorbereitet. Aber ich habe auch ein bisschen geglaubt, die Tendenz zum Einzelhandel würde vielleicht wieder steigen, nachdem man lange dann halt nicht einkaufen gehen konnte. Und habe dann ja im Januar 22 den Laden aufgemacht und es war dann ein Monat später ungefähr, dann brach der Ukraine-Krieg aus und ja, es ging dann ja um Ostern herum dann schon los mit der Ölkrise und so. Und dann ging es ja immer weiter. Ihr wisst das ja, wahrscheinlich seid ihr auch selber in der einen oder anderen Form betroffen. Es sind wir ja alle global und trotzdem bin ich halt traurig und trotzdem. Also es hat mir halt die Startphase dann nochmal extra schwer gemacht. Und ja, ich bin jetzt einfach traurig. Das ist einfach so. Ich bin erleichtert, auch die Entscheidung getroffen zu haben, denn das Ganze mit sich hinher zu schleppen, das war auch irgendwie eine harte Phase. Vielleicht hat man es mir auch irgendwo angesehen. Und jetzt ist es soweit, dass es auch raus ist und es ist auch erleichternd, aber gleichzeitig auch irgendwie hart, denn ich fühle mich hier halt auch so wohl und es ist, ja, die Umsätze, es ist alles so ambivalent zu dem, was ich an Rückmeldungen halt bekomme. Aber ich kann es verstehen, woran es liegt, denn es geht ja im Einzelhandel an allen Ecken so und in jeder Branche. Gerade auch, wenn man Dinge für Hobbys verkauft, die man sich nicht unbedingt leisten muss. Lebensmittel muss man kaufen, Benzin muss man kaufen, aber so das Hobby, da kauft man dann vielleicht doch nur das Nötigste. Und das ist natürlich auch verständlich. Ja, ich habe jetzt natürlich auch Angst und hoffe, dass ihr mir treu bleibt. Also hier auf YouTube und Instagram und Facebook, aber auch im Online-Shop. Das ja, wäre ganz, ganz wichtig und würde mir sehr, sehr helfen. Und ja, ich hoffe, dass ihr bei mir bleibt. Das ist alles, was ich jetzt noch so dazu sagen kann. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video, meine Lieben.